Der Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema das schwarze Auge. Hallo, hier ist wieder euer Mr. Turkington mit einer neuen Episode des Aventurischen Podcasts. Bevor der aber heute losgeht, muss ich ein paar Sachen, glaube ich, klarstellen zuvor. Also, die Episode ist nicht die Episode 9, sondern die Episode 8. Warum das so ist, erspare ich euch jetzt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Episode aufgenommen haben mit Ralf, das war schon vor der Redcon, bin ich davon ausgegangen, dass eine weitere Episode davor kommt. Natürlich habe ich das nicht geschafft. Daher, lasst euch nicht verwirren, es ist die Episode 8, Aventurische Musik. Das Gewinnspiel, über das wir im Podcast reden, findet ihr auf meinem Blog. Der ist auch ganz neu, aventurischerpodcast.de. Das ist jetzt ein richtiger WordPress-Blog. Und zum Teilnehmen könnt ihr einfach Kommentare schreiben. Ich los die dann aus und ihr bekommt dann die CD zugeschickt, wenn ihr gewonnen habt. Sonst gibt es ganz neu Patreon, was ihr auch auf der Webseite findet. Schaut einfach mal vorbei, ich habe ein bisschen Arbeit gemacht und hoffe, dass die Seite jetzt ein wenig besser ist als die vorige. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der tollen Episode über die aventurische Musik, die ich super spannend fand. Habt viel Spaß, die neuen Episoden sind auch schon in der Mache und ja, sie sind wirklich in der Mache und kommen jetzt in der nächsten Woche raus. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Turkington. Hallo und herzlich willkommen heute zur 9. aventurischen Podcast-Folge. Heute zum Thema aventurische Musik. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich richtig, dass er heute da ist. Ralf, grüß dich. Wer bist du und warum freue ich mich wahrscheinlich so, dass du im aventurischen Podcast bist? Hallo Tim, ja, ich bin der Ralf Kurziffer und bin quasi so ein bisschen Haus- und Hofkomponist von Ulysses. Macht da die Musik für Aventurien, für Hexen 1733 und für Torg. Und was sie sonst noch demnächst kaufen werden wahrscheinlich. Also es ist Wahnsinn, wie viel. Also du hast keinen eigenen Musikstil, wo man sagen würde, du machst nur das, sondern jeder deiner Soundtracks ist ja komplett anders gefühlt. Also wenn du dir einen Hexen-Soundtrack anhörst, hört sich komplett anders an zu zum Beispiel was weiß ich, Wege der Vereinigung oder sowas, wo du auch den Soundtrack gemacht hast. Ja, das Schöne, ne, dass ich die Möglichkeit bei Ulysses habe, viele unterschiedliche Genre zu bedienen und das passt auch gut zu mir, weil ich liebe einfach Musik und ich mag sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Also bei Hexen habe ich die Möglichkeit, so richtig rockig zu sein. Bei Torg habe ich die Möglichkeit, ganz, ganz viele verschiedene unterschiedliche Sachen zu machen. Auch, sagen wir mal, so was Elektronischeres und so. Und bei Aventurien halt das mehr so klassische, mittelalterliche. Ja, wie hast du denn gestartet? Ich habe ja eine ganz alte CD von dir bekommen, wo du ja gefühlt noch so für alle möglichen, auch für Splittermond und sowas noch Musik gemacht hast. Wann hast du deine erste CD gemacht? Also wann gab es sozusagen die erste richtige oder die ersten Fantasy-Lieder? CD ist ja, glaube ich, etwas später gekommen. Aber wann hast du angefangen mit Rollenspielmusik? Ach, das war so ungefähr vor 10 Jahren. Ich sag mal, also ich habe ganz, ganz früher mal eine Zeit lang versucht, Rapmusik zu machen. Und bin aber nicht dafür richtig konditioniert, glaube ich, weil ich bin, meine Eltern haben mich immer mit Schlagermusik gequält. Und deswegen hat sich es bei mir nie so richtig gut angehört. So, dann habe dann auch als Jugendlicher sehr, sehr viel Geld dafür investiert. Irgendwann habe ich dann geheiratet, Kinder gekriegt und habe mich dann erstmal auf die Familie konzentriert, habe 5 Jahre lang im Grunde genommen keine Musik mehr gemacht. Und in den 5 Jahren habe ich einen Freund kennengelernt, der heißt Sönke Kaufmann. Der hat mich so ein bisschen zum Rollenspiel gebracht. Und habe ich dann für unsere Rollenspielabenden schon mal das ein oder andere Stück gemacht und habe dann auf den Messen angefangen, Leute da anzuquatschen, ob sie nicht Lust hätten, mit mir eine CD zu machen. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der einen Roman geschrieben hat und der auch vorhatte, zu diesem Roman ein eigenes System rauszubringen. Und für den habe ich im Grunde genommen die erste Musik gemacht, komplett kostenlos, einfach so ein Spaßprojekt. Und dann bin ich angesprochen worden von einem kleinen Verlag, Nackter Stahl heißen die. Und mit denen habe ich, das war dann mein erster Deal, den ich hatte. Für die habe ich dann 2 CDs gemacht, drei sogar insgesamt. Und habe für eine CD dann, der hatte Kontakte zu guten Zeichnern und habe da als Lohn für ein Cover gekriegt.
Die haben mir also dann ein Cover gezeichnet und dafür hat der von mir 20 Stücke gekriegt. Ne? So hat das Ganze angefangen. Ja, dann bin ich irgendwann, ging's weiter, dass ich Kontakt bekam zu dem Nico Mendrick, der gerade Rockerspaltern. Genau, der machte damals gerade einen Fanfilm, Leunklinge, und dem war der Komponist abgesprungen und er suchte dringend einen, der weitermacht. Ja, dann habe ich das gemacht, habe die Musik dazu gemacht. Er hatte dann wieder Kontakt zum Uhrwerk Verlag. Und dann war die erste CD, die ich im Grunde genommen gemacht habe, die für Myranur. Okay. Und das war damals auf einer alten Radcon, da war das einzig neue Produkt, was Uhrwerk Verlag da am Start hatte, verkaufte sich dann auch sehr, sehr gut. Und die hatten dann in 2-3 Wochen hatten die Kohle, die sie mir geben mussten, wieder raus. Und auch für die Produktion und so. Ne? Und das ist im Rollenspielsektor ja sehr, sehr selten, weil also die ganzen Bücher und so, das dauert wahrscheinlich wie viel, viel länger, bis sich das amortisiert. Ne? Ja, wir haben es ja gerade in der Einsteigerbox, hat ja auch Ulysses gesagt, sie müssen die ganze Einsteigerbox, die ganze erste Auflage einmal verkaufen, dass sie im Break-Even sind und dass sie sozusagen das Produkt finanziert haben. Ja. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Büchern so, gerade die nischigen Rollenspielbücher. Genau, und das ist bei der Musik eben nicht so der Fall gewesen. Die waren also erstaunt, wie schnell man damit im Grunde genommen auch Geld verdienen kann. So, und da kam dann ein Auftrag nach dem anderen. Und das war im Grunde genommen der Anfang, wie ich da reingekommen bin in diese ganze Szene. Und wie kam es dann dazu, dass du zu Ulysses gekommen bist und dass sie die sozusagen exklusiv unter Vertrag genommen haben? Weil es gab ja davor auch schon Musik-CDs. Ich glaube, ich habe jetzt deine erste CD für Ulysses, war ja die, glaube ich, für die Dämonensplitter-Kampagne, ne? Für Schleierfall und Schleiertanz. War das deine erste Ulysses-CD? Genau, oder? Das war meine erste. Also das war ja so gewesen, als ich den Patrick vom Uhrwerk Verlag angesprochen habe und wollte für ihn Musik machen, wollte ich ja eigentlich Musik machen für DSA, weil ich ja ein DSA-Spieler bin. Mhm. Ne? Und er ist dann aber, hat dann ja dann irgendwann sich selbstständig gemacht, seinen eigenen Verlag gegründet und hat mir dann ein Angebot nach dem anderen gemacht. Aber ich war eigentlich immer selber DSA-Spieler. Mhm. Ne? Deswegen war auch immer das Ziel, auch für DSA Musik machen zu können. Und dann habe ich, Leute von Ulysses im Grunde genommen meine Myranur-CD gehört und einige Mitarbeiter da fanden die sehr gut und haben da auch sogar extra, sagen wir mal, Kampagnen zugemacht und gespielt dazu und so. Und ich habe dann mit denen geredet und habe dann irgendwann die Chance für Schleierfall und Schleiertanz bekommen. Das war nur damals so, also Ulysses hatte damals ja auch noch nicht die Erfahrung gemacht, dass das Ganze, dass man damit Geld verdienen kann und dass es auch gar nicht so viel Arbeit macht, sich darum zu kümmern. Ne? Deswegen hat man das so ein bisschen damals am Anfang stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, da gab es ja damals auch nicht solche Produktflöten wie heute, dass du sagst, okay, ich bringe Regionalspielhilfe draus, da ist ein Soundtrack drin, eine Rüstkammer, die Heldenpremiere, das ist ja alles so, dass das jetzt schon Standard ist, dass das zu einem Produkt dazugehört. Genau. Das war, glaube ich, am Anfang überhaupt nicht so, da haben wir Häftchen rausgebracht. Also im Grunde genommen muss ich sagen, jetzt ein bisschen Eigenlob stinkt zwar, aber das habe ich quasi mit ein bisschen durchgesetzt, dass es jetzt zum Standard gehört. Ne? Das war früher in den Anfängen überhaupt nicht so, ne? Sondern die Musiker, die haben eher gestört und so. Und so war das auch mit der Schleierfall und Schleiertanz. Die konnte ich im Grunde genommen frei machen, weil die Evi, die damals dafür zuständig war, eigentlich gar keine Zeit hatte, sich drum zu kümmern. Ich habe die dann gemacht und dann habe ich mit dem Markus telefoniert, weil das war dann auch eine ziemliche Hängepartie am Anfang, hat ein bisschen gedauert, bis das rauskam und dann habe ich mit dem Markus telefoniert und habe gesagt, was ist jetzt, machen wir oder machen wir nicht. Die haben es gemacht und haben gemerkt, naja, so schlecht läuft das ja gar nicht. Ne? Und dann haben sie es quasi als Produktflöte für DSA 5 aufgenommen. Ne? Und ja, dann kam dann irgendwann noch Talk dazu und als Hexen rauskam, das war ein System, so ein Horrorspielsystem wollte ich immer mal auch mal selber spielen und machen und da habe ich mich dann auch direkt beworben, dass ich dafür Musik machen darf
So, und so bin ich jetzt quasi zu diesen drei Systemen gekommen. Was mich jetzt noch interessieren würde bei dir, ist dieser Schleierfall und Schleiertanz-CD. Die ist ja sehr ungewöhnlich, weil die Dämonen später, ich habe ja im vorletzten Podcast über Dämonen gesprochen, habe mir so ein bisschen auch erklären lassen, was die Dämonen später Kampagne oder sozusagen der Run gemacht hat. Und die waren ja nicht aneinander folgend, sondern ich glaube Schleiertanz war das erste Buch. Und ich glaube, das vierte Buch war ja Schleierfall. Ja, ja. Wieso hat man das so gemacht? Also man hätte ja eigentlich sagen können, man hätte für die ganze Splitterdämmerung eine CD machen können. Warum ja, logisch. Hat man das sozusagen so auseinandergerissen? Ja, ja, es war im Grunde genommen ein Testballon. Ne? Die Verlage, die stecken ihr Herzblut in Abenteuer, in Regelsysteme und Musik ist, wie gesagt, damals für die überhaupt nicht wichtig gewesen. Die CD kam auch viel, viel später raus wie die Bücher. Das heißt, okay, die meisten hatten die Schleierfall und Schleiertanz schon lang, gespielt, ja, als dann die CD rauskam. Das meine ich mit Hängepartie. Das hängt auch damit zusammen, dass Verlage damals mit Musik auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die haben auch mit anderen Gruppen Musik gemacht und diese CDs müssen wie Blei in den Regalen gelegen haben. Ne? Das hat sich nicht gut verkauft damals. Und hat sich aber dann geändert. Ne? Und mittlerweile gehört es für einige dazu, ne, dass bei einem Rollenspielabend ab und zu auch mal Musikstück läuft im Hintergrund. Genau, und eben nicht die Fantasy-Playlist von Spotify. Was ich ja bei deinen CDs immer toll finde, dass ich meine erste CD von dir war ja Streitende Königreiche, es war ja auch meine erste, weil ich bin ja erst viel später in DSA eingestiegen, aber die Streitenden Königreiche im Gegensatz zur Siebenwindküste haben mich sofort interessiert. Und ich habe zum Beispiel deine CD immer gehört, wenn ich das Buch gelesen habe, weil es passt thematisch super dazu, weil es sozusagen einen wirklichen Überblick gibt. Also deine CD ist ja nicht einfach, ich mache jetzt 10 oder 20 Stücke und rotz die runter, sondern jedes einzelne Stück ist ja gefühlt eins der Kapitel aus den Regionalspielhilfen. Also überall kannst du irgendwie dir denken, okay, da hat Ralf wahrscheinlich irgendwie gerade die Seiten gelesen und hat dazu ein Musikstück entwickelt. So, ja. So fühlt sich das zumindest für mich an, wenn ich deine CDs höre. Und das, finde ich, macht es halt anders wie andere Rollenspiel-CDs. Die gibt es ja auch. Es gab ja auch welche von DSA alte. Das ist halt mehr so, ja, wir haben einen Kerker, das ist die Kerkermusik. Wir haben eine Oberwelt, das ist die Oberweltmusik. Und wir haben irgendwie ein Battle-Theme. Und das war's halt. Und bei dir zum Beispiel, meine Frau, ihr Lieblingslied von Schreitenden Königreichen ist dieses Hochzeitslied. Ja. Das ist halt so geil, weil das halt so den Stil bricht dieser ganzen CD. Du hast auf einmal Gesang als Song, was super spannend ist mit einem lustigen Text, wo man sich halt wirklich vorstellen kann, dass der halt wirklich auf einer Hochzeit gesungen wird. Ja, also das war auch so die Idee von mir dahinter. Ich wollte jetzt nicht wieder eine CD machen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine CD, wenn ihr viel in Wäldern unterwegs seid, legt ihr die drauf und die lasst ihr einfach durchlaufen. Ne? Also das gibt's ja schon. Sondern ich wollte auf so eine CD mehrere Sachen reinbringen. Also einmal wollte ich, wie du gerade gesagt hast, das finde ich richtig gut, also dass du sagst, wenn du die Abenteuer vorbereitest, hörst du da auch mal rein. Ich wollte da auch Inspirationsquelle sein für den Meister, der so ein Abenteuer vorbereitet. Ich habe zum Beispiel ein Stück gemacht, das basiert auf einem Gedicht, ne, über Rosen, die irgendwo blühen und eine Rose ist rot und das liegt daran, dass sie irgendwie von Menschenblut ihre Nahrung zieht. Ne? Und da hab ich natürlich gedacht, wenn du solche Stücke aufgreifst, so klassische Stücke, das inspiriert vielleicht den Meister, sowas in sein Abenteuer einzubauen oder sowas. Also es sollte auch immer auch Inspirationsquelle sein. Es sollte nicht eine CD sein, die man reinlegt und durchlaufen lässt. Und es sollte auch eine CD sein, die man in bestimmten Situationen einsetzen kann. Zum Beispiel dieses Hochzeitstück. Ne, wenn du so eine Hochzeit in dieser Region einsetzen willst, dann kannst du sagen, guck mal hier, das singen die jetzt gerade in der Taverne oder sowas. Aha. Also schon spezieller, aber auch ein paar Sachen, sagen wir mal, wie du gerade gesagt hast, Dungeon, irgendein Stück, was im Hintergrund laufen lassen kannst. Ne? Also ich wollte mehr bieten wie nur, sage ich mal, Hintergrundmusik. Ich wollte auch gleichzeitig Inspirationsquelle sein und ich wollte die drei, vier Stücke bieten, die du in dein Abenteuer einbringst, die das dein Abenteuer dann aber auch besonders machen. Also wo man dann auch vielleicht sagt, da höre ich jetzt hin, das läuft nicht nur im Hintergrund, ne? Sondern das ist quasi Teil des, wird zum Teil des Abenteuers.
Was ich halt gut finde bei deiner Musik ist auch, du kannst die gut bei Vorlesetexten nutzen. Ja. Das finde ich halt gut, weil das Problem ist, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von Rollenspielmusik, weil du hast dann dieses, also ich kenne das nur von ein, zwei Abenteuern, die ich online mal mitgekriegt habe, nicht bei meinem Standardmeister, sondern bei jemand anderen. Und dir gehst irgendwann auf den Keks, wenn du zum 15. Mal das gleiche Lied hörst und denkst so, ja, absolut. Wir haben es ja verstanden. Und das führt ja nicht zur Atmosphäre dabei. Ich hatte mal einen sehr guten Leiter, das war wirklich so, dass der sich so ein Soundboard gemacht hat und dann passiert irgendwas und dann hat er langsam so die Musik hochfahren lassen und dann haben sie dann gemerkt, okay, jetzt passiert gleich irgendwas Schreckliches und dafür ist sie gut und dafür eignen sich aus meinem Gefühl auch gerade die Aventurien-CDs und auch Hexen und auch die Hexen-Soundtracks sehr gut. Torque habe ich noch nicht gehört, aber wie gesagt, ich habe hier die ganzen Hexen-Soundtracks und die Aventuria-Soundtracks da und das kannst du halt sehr gut einsetzen, aber ich glaube, es sind auch viele Leute dann immer ein bisschen verstimmt, wenn die sehen so, ja, es sind ja gar keine Loops drauf. Also warum hat man nicht zum Beispiel so einen Misch gemacht, zu sagen, du hast einmal so Wandermusik drauf oder wie was ich hier seit Ewigkeiten pitche und ich und Markus das, glaube ich, einfach nicht umsetzen möchte, ist ja diese Gasthausmusik. Ich hätte zum Beispiel lieben gern, weil ich finde, gerade im Gasthaus brauchst du gute Hintergrundmusik, dass du ein bisschen Atmosphäre schaffst. Ja. Ich hätte immer noch gerne diese Gasthaus- und Tavernenmusik, so für eine kleine Taverne, wo irgendwie nur ein Lautenspieler drin ist, also nicht irgendwie eine Band, sondern so eine kleine Kaschemme kann sich ja kein Sänger oder sowas leisten, Mindestsänger, sondern ist vielleicht einer mit einer Laute oder mit der Gitarre im Hintergrund. Mhm. Aber bei einem festlichen Hotel oder sowas oder bei einer großen Gaststätte kann es schon sein, dass das dann eine kleine Band ist. Ja, also ich arbeite dran, also den Markus und Ulysses davon zu überzeugen, sowas mal zu machen. Aber der Punkt ist, also es wird sicherlich sowas Ähnliches bald geben, was du brauchst, ne? Mhm. Aber um es richtig gut zu machen, und das ist quasi sowas, was, wenn wir irgendwann mal mit DSA 5 durch sind und haben alle Regionalbände, dann sind auf den ganzen CDs bestimmt 20, 30 Stücke, die geeignet sind für eine Taverne laufen zu lassen. Und wenn du dann eine ganze CD machst, weil in der Taverne sind die ja lang, ne, die Leute. Ja. Und du machst so wirklich, dass du so Taverngeräusche hast und dann tut eine Band im Hintergrund leise ein Musikstück spielen, dann macht die wieder eine Pause, trinkt ein Bier oder was, ja, und dann kommt wieder ein anderes Stück, was die spielen. Also, dass du wirklich so eine ganze CD durchlaufen lassen kannst für die Taverne. Und die geht dann auch eine Stunde oder sowas, damit sich das nicht so schnell wiederholt. Wie du gerade gesagt hast, wenn sich zum fünften Mal dasselbe Stück wiederholt, das ist einfach Mist. Das heißt, wenn du es richtig gut machen willst, musst du meiner Meinung nach eine ganze CD für eine Taverne machen. So, liebe Hörer. Ihr schreibt es alle mal an feedback@ulysses.de, dass ihr gerne diese CD haben möchte. Ja. Also, wie gesagt, wir arbeiten ja dran. Es werden ja jetzt immer mehr CDs da sein und wir haben immer mehr Auswahl und man kann ja dann nachher, also sag mal, es gibt den Meister, der sich gut vorbereitet. Also ich mache es zum Beispiel so, ich tue mir 3-4 Stücke für einen Abend, ne, die ich brauche, auf eine CD brennen und die spiele ich dann ab und fertig. Die passen dann genau an der Stelle und ich loop die auch nicht, wenn die vorbei sind, sind die vorbei. Ne? Und das reicht und das hilft aber unheimlich, sagen wir mal, gerade Neulinge, denen du das Spiel zum ersten Mal zeigst, in diese Atmosphäre reinzubekommen. Das kann Musik einfach besser wie, also ja, doch, also Hollywood macht das ja, dass sie Musik exzessiv einsetzen, weil Musik nicht durch den Verstand geht. Also wenn du jetzt deinen Leuten erzählst, du bist im Wald oder sowas und versuchst die Atmosphäre aufzubauen, und du lässt dabei im Hintergrund ein paar Geräusche und ein bisschen Musik laufen, dann kannst du die Leute einfach leichter manipulieren, dass sie sich da reinziehen lassen. Weil während deine Worte durch den Verstand gehen. Wie denkst du das? Weil mir fällt es halt gerade bei Filmen auf, dass Filme einen gar keinen epischen Score mehr haben, sondern wenn du solche Filme, was weiß ich, Avengers oder sowas anguckst, dann hast du ein paar Themes, du hast ein Theme gefühlt zu jedem Helden, das irgendwie kommt, wenn er irgendwie so ein Money-Shot hat. Aber sonst wären doch sozusagen die Soundtracks doch immer devoter eigentlich, oder? Ist das einfach nur so bei Hollywood so? Weil gefühlt bei Star Wars und sowas hast du ständig irgendwie epische Musik gehabt, gefühlt bei den alten Teilen. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich bin da auch deiner Meinung, ne? Also es gibt da ein gutes Beispiel, wo ich das bestätigen kann, im Grunde genommen, was du sagst. Ich habe mal für den Nico für eine Szene in Leuenklinge, da sitzen die Helden so in ist ein bisschen verschneit, ist kalt, ne, sitzen am Lagerfeuer und dann kommt auf einmal irgendwas Spannendes rein
Und ich habe dann im Grunde genommen als Hintergrundmusik nur so ein leises Piano gemacht, ne? Weil Musik lebt von Gegensätze. Damit du dann nachher den Schockmoment haben kannst, habe ich gedacht, mach ich zuerst halt eben nur so ein kaltes, leises, hochspielendes Piano und dann den Schockmoment. Also, und der Nico ist hingegangen, hat das rausgelöscht und hat alles mit epischer Musik zugeknallt. Du kennst ja aus Horrorfilmen, ja? Man weiß ja beim Horrorfilm genau, wann es losgeht. Naja, so. Der Regisseur ist halt immer der Chef, ne? Aber ja, du hast recht. Also man muss nicht immer alles mit Blechbläsern und Chören zuknallen, um Atmosphäre zu erzeugen. Das Problem ist natürlich beim Setting von DSA, es muss mittelalterlich irgendwie sein, ne? Das stimmt. Ja, aber wie gesagt, ich nerve ja meine Hauptgruppe gerade mit meinem Zaubertrick Hintergrundmusik. Das hassen sie wie die Pest. Das ist so lustig. Aber das ist eins der lustigsten Sachen, die man, glaube ich, machen kann im Rollenspiel. Ja? Ja, ja. Okay. Also letztes Mal haben wir irgendwie, da haben wir ein Haus betreten. Ich glaube, das war ein Haus. Meine Kollegen können mich berichtigen. Da habe ich im Hintergrund einfach dann Imperialmarsch angemacht, so am Mikrofon. Ja. Okay, cool. Und also, Tim, hör auf damit. Aber es ist mein liebster Zaubertrick, weil ich finde, das macht halt viele Momente aus, weil die ganzen Sachen, die du ja in Filmen siehst, die wären in der Realität ja nicht so. Deswegen sind sie ja auch im Rollenspiel nicht so. Also es ist deswegen. Ich finde auch einen Unterschied, sagen wir mal, zwischen Rollenspielmusik und Filmmusik ist, also bei der Filmmusik, da kannst du im richtigen Moment, weil du hast ja die Bilder da, du kannst im richtigen Moment, sagen wir mal, die Musik steigern lassen oder sowas, also den Knalleffekt machen. Ne? Bei Rollenspielmusik machst du im Grunde genommen nur den Hintergrund, weil du weißt ja nicht, wann der Meister genau den Knalleffekt braucht und den Knalleffekt macht der Meister. Genau, deswegen tue ich zum Beispiel auch nicht schätzen, dass du bei Kämpfen Hintergrundmusik laufen lässt, weil das kann gar nicht so dynamisch sein, dass es sich gut anhört. Sehr, sehr schwer. Ist wirklich eins der schwierigsten Sachen, für Kämpfe Musik zu machen. Ne? Da gibt es auch immer Diskussionen und da kämpfen wir drum, was gehört rein, was kommt, gehört nicht da rein und so. Weil es unheimlich schwer ist, das passend zu machen. Ja, weil wie gesagt, sowas wie die Reiter von Rohan zum Beispiel, das können die halt nur machen, weil sie halt wirklich im Film Shots für Shots so machen können, dass das sich gut anhört. Wenn du das im Rollenspiel machst, gerade bei DSA, wo Kämpfe gefühlt ewig dauern, glaube ich, nervt dich so ein Hintergrundgedudel. Das ist genauso wie bei schlechten Videospielen, Rollenspielen, wo dann so Kampfmusik hast, wo du die ganze Zeit so denkst, so, ich scheiß mal die Musik ab. Genau. Also deswegen, ich würde dann ein Stück laufen lassen, um reinzukommen in diese Kriegsatmosphäre, aber jetzt dann nicht loopen, verstehst du? Dann ist dann danach Stille, ist doch gut. Genau, und dann vielleicht nochmal am Ende, sobald der letzte Strike kommt, dann nochmal merken, okay, das Monster, oder vielleicht sogar seinen Spielern so signalisieren, das Monster liegt im Sterben, wenn du auf einmal eine Musik kommen lässt, das sozusagen langsam sozusagen dann zum Ende, wenn du weißt, okay, der Kampf dauert noch eine Minute, dann nochmal ein Stück bringen, sozusagen, um sie nochmal anzufachen. Genau, richtig, ja. Nee, Wahnsinn. Gehen wir jetzt mal weg vom GM. Ich glaube, wir haben gute Tipps gegeben, wie man Musik einbauen kann, weil ich höre das immer wieder, dass sich Leute da sehr schwer tun. Mhm. Genau. Also weniger ist mehr, würde ich als Tipp sagen. Und eben vorher hören. Also ich habe letztes Mal, ich weiß gar nicht, war das auf Facebook irgendwo, habe ich eine Kritik gelesen. Ja, das passt überhaupt nicht zum Abspielen im Rollenspiel. Ja, genau. War doch so, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es zu Aranien oder ich weiß nicht, zu was es war. Wo auch das Feedback war so, ja, was für ein Scheiß, ich soll mal vorher die CD anhören, bevor das Abenteuer startet? Ja, solltest du schon tun. Guck mal, Tim, bei uns ist das zumindest so, wenn wir ein Rollenspiel haben, ne, Abend haben, dann ist das ein Quali-Abend, ja, meine Frau, die kocht was Besonderes. Ich tue monatelang das Rollenspiel vorbereiten, ja, ich bastel da Sachen für und so. Natürlich, also, dann bereite ich doch auch die Musik vor. Ich meine, klar, wenn man nicht die Zeit hat und man spielt einfach so mal, dann ist das halt eben anders. Wir reden ja jetzt auch nicht über den Weltfrieden. Das soll ruhig jeder so machen, wie er will. Aber ich finde so, also ich finde, das ist ja auch eine Wertschätzung meinen Gästen gegenüber, die dann kommen, ne? Das ein bisschen was schön vorzubereiten. Ich glaube, das ist einfach ein Unterschied. Ich kenne halt Leute, die haben Wochenrunden, die spielen jede Woche. Da ist es mehr so, ich vergleiche ja das immer so ein bisschen, ich bin jetzt zum Beispiel ja großer D&D-Fan geworden, weil D&D mir was bietet, was mir DSA nicht bietet, nämlich
Ich kann einfach, ich brauche mich auf ein Abenteuer nicht vorbereiten. Ich mache eine Dungeon Map, im besten Fall mache ich nicht mal das, sondern kaufe so Pathfinder-Teilsets bei Ulysses, wirf die einfach auf den Tisch, so, Dungeon ist fertig. Dann nehme ich meinen Satz Miniaturen, habe ich auch, und dann einfach, wie sehr mir die Spiele auf den Sack gehen, stelle ich halt den Monster hin, wie ich gerade lustig bin. Ja. Ich brauche mich um keinen Metaplot zu kümmern. Also für mich ist D&D, es gibt, ich will da keinen beleidigen, es gibt auch Leute, die spielen D&D in epischen Kampagnen und mit Lore, die tief ist, aber für mich ist einfach D&D ein Cheeseburger. Hm? Ich liebe Cheeseburger. Ich liebe es. Ich mag es mit Pommes, Cola, alles geil. Deswegen, sonst würde ich nicht so aussehen, wie ich aussehe. aber ich liebe auch einen guten Schweinebraten, bei dem ich 4-5 Stunden in der Küche sitze, der aber auch dann perfekt ist. Und so ist für mich DSA, weil bei DSA muss ich mich vorbereiten. Ich kann nicht einfach ein Heldenwerk nehmen und es hinlegen und vorlesen, sondern ich muss mir Gedanken machen, was für Spiele habe ich. Was könnte passieren? Was mache ich, wenn sie nicht diese Railroad gehen? Weil ich habe da keinen Dungeon. Sie sind in einem Wald. Die können auch nach Osten gehen, wenn ich sage, sie sollen nach Norden gehen. Also bei einem DSA-Abenteuer habe ich zumindest bei mich selber den Anspruch, es muss durchgeplanter sein, als ich habe hier einfach einen Dungeon, da ist der Eingang, da ist der Kerker, passt schon. Wir kommen irgendwie hin in 3 Stunden. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig bei der Rollenspielmusik. Ja. Tim, hast du schon Kinder? Nein. Nein. Noch nicht, ne? Ich bin ein großes Kind. Also meine Frau sagt, sie hat Kinder 1. Pass auf, das ändert sich dann. Guck mal, wir müssen ja alle quasi, ich habe 2 Kinder, ne, und ich bin 50 und mein Freundeskreis ist ja auch so ungefähr in dem, wir tun uns ja so einen Abend freischaufeln, ne? Wir gucken, dass wir irgendwie einen Babysitter kriegen oder so. Es ist ja gar nicht so einfach, so einen Abend zu organisieren. Der findet dann leider nicht so oft statt, ne? Und dann soll der auch richtig gut sein. Verstehst du? Ne? Ja. Deswegen. Aber ich finde deinen Vergleich absolut richtig und ich finde auch, beides hat absolut seine Berechtigung. Cheeseburger hat genauso seine Berechtigung wie ne, das große Menü. Nur für uns, sagen wir mal, weil es so schwer ist, so einen Abend zu organisieren, also hinzubekommen, dass auch alle frei kriegen und so, ne, ist halt eben dann meistens nicht der Cheeseburger. Genau, deswegen sage ich, also es gibt Gruppen, die treffen sich jede Woche. Also ich kenne eine DSA-Gruppe, die ist mit jedem Abenteuer fertig, was es von Ulysses gibt. Kommt raus, die treffen sich an einem Wochenende und dann spielen sie es durch. Hammer. Das heißt, die sind wirklich da und wir, zum Beispiel meine Hauptgruppe, wir haben jetzt eine lange Sommerpause leider, weil ein paar Leute nicht so viel Zeit hatten. Wir treffen uns einmal im Monat. Und ich zelebriere das abends. Hier steht da Meet, hier steht super tolles Essen, weil wir spielen leider nur online. Ich komme vorbei. Ja, gerne. Sehr gerne. München ist schön. Ja. Nein, und dann ist es halt was Besonderes. Das heißt, für uns, der Meister baut die Abenteuer um mich ab, der hat noch nie ein DSA-Abenteuer so gelassen, wie es ist. Der zerfetzt das in 1000 Einzelteile, macht da noch was rein, kürzt da was, macht da was. Also der gibt sich wirklich Mühe. Und das hat dann für alle was Besonderes. Alle tun diesen Abend entgegen fiebern, genau. Weil wir haben eine WhatsApp, eine Telegram-Gruppe und da geht's dann schon, oh ja, morgens Abenteuer und so, das ist mega cool. Und wie gesagt, wenn wir das richtige Tooling hätten, wir probieren da gerade Roll20 aus, dann kann man da auch Musik einbauen. Wir machen es halt derzeit mit Teamspeak und PowerPoint. Und da kann man sowas halt nicht machen, aber auch da wird man halt viel mehr Qualität reinsetzen. Ich glaube, es gibt einfach 2 Arten von Rollenspielen. Das eine sind die, die wirklich regelmäßig und wöchentlich spielen. Die haben keine Zeit, sich da eine Woche vorzubereiten, sondern die machen das Abenteuer auf und spielen es durch. Ja. Und es gibt halt wirklich Leute, die bauen sich halt eigene Kampagne und sowas auf. Und dann ist, glaube ich, auch das dann drin, dass man die CD durchhört. Bei den kurzen Abenteuern muss man einfach gucken. Also ich kann es nur jedem empfehlen. So lang sind die CDs nicht. Was hat so eine CD? 90 Minuten, oder? Ja, genau. Ungefähr, ne? Maximal. Ja. Und das kann man ja. Also wie gesagt, ich hör mir immer die CDs, wenn die ankommen, hier an, solange wenn ich das Regelbuch lese, weil da passt es ganz gut und die Regionalspielhilfe ganz gut. Hexentanz ist ja auch wieder genial geworden. Aber was ich mich jetzt frage, jetzt kommen wir ein bisschen zu deinem Workflow. Ja. Was zum Teufel rauchst du, dass du auf solche vielen unterschiedlichen Aufgaben klarkommst? Also wir haben ja gerade Aranien gehört in der Keynote bei der RedCon. Fliegst du da mal in die Türkei oder in Orient und setzt dich da mal hin und hörst dir da Musik an oder wie läuft das? Ja, also, das ist so, wie gesagt, ich bin ja schon alter Mann, 50, ne? Und schon seit meiner Kindheit interessiere ich mich für Musik. Ich spiele jetzt kein klassisches Instrument, also ich kann kein Piano spielen oder irgendwie sowas. Sowas hat es bei uns nie gegeben, da war auch kein Geld für da, um da irgendwie Großunterricht oder was zu nehmen.
Mein Instrument ist der Computer. Ist das, du aber spielst da, echt kein Instrument? Nein, ich spiele kein Instrument. Ich hätte erwartet, dass du 10 Instrumente spielst oder sowas. Nein, aber ich erkläre dir gleich, wie das geht, okay? Okay, ich bin gespannt. Ja, also pass auf, das nur sagen wir mal zu dem Background. Ich kenne Musiktheorie in- und auswendig. Wenn es irgendwas Neues gibt zum Thema Musik, dann verschlinge ich das. Ich lese das und ich fasse die Sachen zusammen und ich habe ordnerweise bei mir in meinem kleinen Musikstudio Leitsordner, ja, mit allem zu allen möglichen Themen was. Und wenn ich irgendwann mal keine Inspiration mehr hätte, wüsste ich genau, in welchen Ordner ich greifen muss, um was klauen zu können. Aber dadurch, dass ich diese Ordner habe, muss ich nie klauen. Verstehst du? Ja. Das ist quasi mein Netz. Und die Melodien fließen so aus mir raus. Es gibt natürlich ein paar Tricks. Wenn du aranische Musik machst, das ist quasi Musiktheorie, dann musst du gewisse Skalen benutzen. Und wenn du diese Skalen benutzt, dann klingt es automatisch arabisch. So, dann gibt es noch, manche sagen ja, Musik wäre nur Talent. Das stimmt nicht. Ne? Musik ist, und das ist auch gleichzeitig... Ihr Künstler macht mich fertig. Nadine sagt das auch zu mir. Ich habe jetzt ein bisschen mit Zeichnen angefangen, weil Nadine auch sagt, Tim, das ist reines Training, das hat nichts mit Talent zu tun. Talent macht es dir vielleicht einfacher einzusteigen, aber selbst mit dem größten Talent und ohne Arbeit wird das nichts. Ist das bei der Musik, würdest du sagen, genauso? Ja, ist genauso. Es gibt noch, also ich glaube, das ist bei deinen Liedern sogar so ähnlich. Guck mal, damit, dass sie so die Bilder machen kann, braucht die Programme, die braucht besondere Computer, die braucht da solche Pads, wo die drauf zeichnet und so. Und das ist alles schweineteuer. Ne? Und bei der Musik ist das auch so. Deswegen hat sich meine Musik über die Jahre ja auch so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Wenn dir einer sagt, du kannst auch mit wenig Geld super Musik machen, das ist einfach gelogen. Das ist nicht so. Ein richtig guter Hall, ne, der kostet auch richtig Geld. So, und Ulysses, sag ich mal, bezahlt mich ganz anständig und das Geld stecke ich dann wieder ins nächste Projekt. Dann kaufe ich mir noch bessere Sounds. Ich habe mir jetzt zuletzt ein besseres Keyboard gekauft, wo du, sagen wir mal, feiner mitspielen kannst und so weiter und so fort. Der Workflow wird mit der Zeit besser, du wirst schneller. Ja, und wie gesagt, ich muss da Nadine da recht haben, das meiste ist halt eben lernen, lernen, lernen und du lernst auch besser zuzuhören und dadurch, dass du auch immer wieder Geld rein investierst, wird es jedes Mal ein bisschen besser und ich muss dir sagen, ihr habt noch nicht mal ein Meisterwerk gehört, ne? Also da kommt noch was. Okay. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Was ich spannend finde, wie kannst du da Musik machen, wenn du zum Beispiel das Instrument ja, also kennst, hört sich so doof an, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass jemand, der Gitarre spielt, genau weiß, was er jetzt für einen Ton anschlagen muss und der konnte das blind gefühlt. Wie läuft es, das, wenn ich zu dir sage, ich brauche jetzt eine Posaune, du hast in deinem Lebtag doch noch nie eine Posaune in der Hand gehabt wahrscheinlich oder gespielt. Wie kriegst du es hin, dass die Posaune dann wirklich auch gut klingt? Ja, also das ist ja auch, glaube ich, der Unterschied zwischen einem guten Posaunenspieler und zwischen einem guten Komponist. Der gute Posaunenspieler weiß genau, wie sein Instrument funktioniert, wie der das zu spielen hat, dass es optimal und super klingt. Ne? Der Komponist, der weiß, eine Posaune, die brauche ich, wenn es hier ruhig klingen soll, in welchem Bereich klingt die besonders gut, mit welchen anderen Instrumenten zusammen klingt die besonders gut, wozu kann ich gewisse Instrumente benutzen, wozu kann ich sie nicht benutzen? Du musst ja viel, viel mehr wissen. Und das ist ja das Schwierige heutzutage beim Komponieren. Früher war ein Komponist, hat sich hingesetzt, hat sich Noten geschrieben und dann gibt es noch einen Dirigent, der hat dann dafür gesorgt, dass quasi alles ausgeglichen klingt. Ne? Und dann gibt es irgendeinen, der sitzt am Ende am Mischpult, das alles nochmal mischt, damit es auch über die Boxen und so weiter bei jedem zu Hause gut klingt. Das muss ich ja alles in einem machen. Ich muss das komponieren, ich muss das Arrangement im Griff haben, ich muss den Mix im Griff haben, ich muss am Ende noch mastern, damit es auf so viel wie möglich Anlagen nachher am Ende gut klingt. Ne? Das heißt, du bist ja ein ziemlicher Allrounder da, ne? Also das gehört auch viel technisches Wissen dazu mittlerweile. Und also wie das jetzt praktisch abgeht ist, ich spiele die Posaune ein, langsam mit meinem Keyboard.
Und ja, wenn es schlecht ist, dann lösche ich es wieder raus. Also das heißt, du hast wie virtuelles Musikinstrument. Kann ich mir das so in deinem Tool vorstellen? Da kannst du dann die verschiedenen Noten hast du dann auf verschiedenen Tasten deines Keyboards und dann drückst du sozusagen so drauf, wie die Noten halt, wenn du sie runterschreiben würdest, stehen würden. Ja. Das heißt, du kannst mit dem Keyboard wirklich Posaune spielen. Ja, ich kann mit dem, und das ist das, was auch so teuer ist dann bei dem Hobby. Die Posaunen, die du dir kaufen kannst, werden von Monat zu Monat besser. Und es gibt immer jedes Jahr wieder neue, ja, die du, wo du dann sagst, okay, die kaufe ich mir auch. Ne? Die klingen immer authentischer, die klingen immer besser. Die werden jetzt schon in teuren Räumen aufgenommen, dass du auch gleichzeitig direkt den Hall hast, dass du Entfernung hast zu der Posaune und so weiter. Ne? Und das für jedes Instrument. Krass, also hast du wirklich ein Orchester sozusagen im PC drin, dass du benutzen kannst und kannst sagen, okay, ich habe jetzt hier ein klassisches Opernorchester oder ich habe hier was weiß ich, AC/DC-Musikinstrumente habe ich auch. Genau, und ich würde sagen, das, was mich ausmacht jetzt als Komponist ist, ich habe ein Template, also Template ist im Grunde genommen das, was ich lade, bevor ich loslege. Ne? Mhm. Dann sind dann die Instrumente vorgeladen und schön sortiert. Und ich habe ein Template, das ist ziemlich nerdig. Also ich habe alles da drin, alle meine Sounds, die ich habe, sortiert nach Genre. Also ich habe zum Beispiel einen Ordner Horror, wenn ich irgendwie ein Horrorgefühl erzeugen will, da gehe ich drauf und dann habe ich alles, was nach Horror klingt. Ne? Und deswegen bist du auch so schnell. Du hast ja zum Beispiel, wir haben auch die Aufnahme geplant, du hast mir schon gesagt, ja, ich habe jetzt gerade noch zwei Hexenstücke gemacht, jetzt hätte ich Zeit, wo ich mir denke, so, genau. Das hört sich bei dir an, als ob ich jetzt irgendwie gerade eine Mikrowelle mir irgendwie mein Essen gemacht habe. Also ja, so, genau. Ja, ich brauche eine halbe Stunde, mache ich dir. Ja, also es ist schon so, also jetzt sagen wir mal, für ein 3-Minuten-Stück mindestens einen Tag brauche ich dafür. Okay. Ne? Die zwei, die ich heute gemacht habe, waren ein bisschen kürzer. Aber mal gucken, ne? Also vom Workflow ist das ja so. Mittlerweile, am Anfang war das auch so, dass man gesagt hat, komm Ralf, mach irgendwas, interessiert uns sowieso nicht. Aber die CDs werden den Leuten von Ulysses auch immer wichtiger. Das hast du ja auch, ich weiß nicht, ob du die Keynote gesehen hast, ich bin mir nicht sicher, war das, ne, das müsste die normale Ulysses Keynote gewesen sein. Da haben sie auch, ich bin mir nicht sicher, was war durchaus, ich glaube, es war Aranien, wo dann irgendwie sich Markus beschwert hat, warum er den Soundfall nicht bekommen hat. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, zu ihm gesagt hat, ja, du warst im Urlaub, wir haben das dir nicht im Urlaub geschickt, ich will sofort diese Datei haben. Also man merkt auch, dass es ihnen wichtig ist, weil, sag ich mal, von der Flöte her ist ja deins, dann kostet immer so 17 bis 20 Euro, aber es ist eine der günstigeren Sachen in der Flöte, also ähnlich wie, sag ich mal, das Heldenprivier oder so. Ja. Aber gefühlt ist es, Julius ist super wichtig, weil eben die Leute, glaube ich, das ihnen auch aus der Hand reißen gefühlt. Also ich habe kennen viele, die sehr große Fans von den Sphärenklängen sind. Ja, ja, oh schön. Also glaub bitte nicht, dass bei mir jeden Tag sich irgendwie einer meldet und sagt, du machst tolle Musik. Ne? Bei mir kommt nur immer das Negative leider an. Deswegen tut das gut. Ja, ist normal, ist immer leider, so. Ne? Leider, aber ist trotzdem ja hier auf dem Podcast normal. Also trotzdem tut's gut. Deswegen, wenn ihr Lob habt, könnt ihr euch gerne immer bei mir melden. Ja, also nein, aber genau, also insoweit hat sich das geändert. Ne? Bei Schleiertanz, Schleierfall hat man im Grunde genommen gesagt, komm, mach mal. Ne? Mach mal irgendwas. Mach orientalische Musik. Genau, mach mal orientalische Musik. So. Dann ist es darüber hingegangen, bei den ersten beiden CDs, habe ich im Grunde genommen die alten Regionalspielhilfen rausgesucht und habe Vorschläge gemacht, lass uns doch die und die Stücke machen. Ne? Also zum Beispiel diese Idee, quasi auf jede CD irgendwie so ein Kinderlied auch drauf zu machen oder so, kam von mir. Ne? Jetzt ist es aber mittlerweile so, die Redaktion gibt mir im Grunde genommen eine Liste von 20, 30 Tracks, die sie gerne hätten. Die stecken da richtig Mühe rein, die machen sich da richtig Arbeit und die hören sich auch jedes Stück an und die tun auch mittlerweile überall Verbesserungsvorschläge bringen. Also es ist jetzt mittlerweile wirklich ein Gemeinschaftswerk. Das ist ja richtig. Ralf Kurzifer plus diejenigen, die dann gerade bei dieser Regionalspielhilfe dran sind. Wie liefen das? Wann kam sie denn wegen Aranien zu dir? Und wie sieht so ein Pitch aus? Wirst du nach Waldems eingeladen? Die sagen so, ja, wir hätten jetzt irgendwie hier gerne drei Sphärenklänge, wir haben hier diese drei Regionalspielhilfen oder
Kommen die erst, wenn die Regionalspielhilfe fertig ist? Oder? Also das ist jetzt Sphärenklang 2.0. Ich hoffe, da kommen wir mal irgendwann hin. Okay. Soweit sind wir noch nicht. Nee, sondern es ist so, die melden sich bei mir, sagen, also es ist ja klar, ich mache mittlerweile ungefähr 6 CDs im Jahr für die. Mhm. Und ich weiß, ich habe für eine CD zwei Monate. Mhm. Und ich weiß, wenn ich für eine CD anstatt 2 Monate 3 Monate brauche, dann leidet das nächste Projekt darunter. Mhm. Ne, deswegen versuche ich das dann auch immer, ich höre dann immer so, okay, welches kommt als nächstes? Ich kriege das immer so ein bisschen mit. Jetzt im Moment hatte ich so das Gefühl, dass jetzt quasi Hexen, dass es am besten ist, mich jetzt darum zu kümmern. Und bei Aranien war das so, da kam Ulysses auf mich zu und sagte, okay, wir wollen jetzt relativ zügig, schnell die nächste Regionalspielhilfe rausbringen. Das wird betreut von XY. Und dann kriege ich von demjenigen, der das betreut, eine Liste. Und dann geht's los. Dann manchmal, um das auch wirklich zu schaffen, nehme ich eine Woche, zwei Urlaub. Und dann ziehe ich das durch. Dann wird, also meistens sieht es so aus, ich mache zu jedem Stück erstmal so eine Minute. Ich komponiere das quasi an, schicke das rüber und höre, ob das in die richtige Richtung geht. Weil bei Musik ist halt schwierig, ne? Jemand schickt dir Worte und sagt, das soll so und so klingen. Du machst was und denkst, du hast das genau getroffen. Der meint aber was ganz anderes. Und das so nochmal so rauszufinden, in welche Richtung, was ist auch der Geschmack vom Gegenüber. Also ist jetzt zum Beispiel bei Hexen relativ einfach für mich, weil ich da immer mit demselben zu tun habe, ne? Und weil ich auch seinen Geschmack kenne. Der steht auf rockige Musik und dann fällt es mir auch leichter, seinen Geschmack zu treffen. Bei DSA ist es ein bisschen schwieriger. Das wird immer von anderen auch betreut, ne? Und dann gilt es erstmal für mich, den Geschmack von dem zu treffen, mit dem ich da zusammenarbeite. Okay, aber es ist dann wirklich sozusagen erstmal Remote-Arbeit. Das ist nicht so, dass ihr euch wirklich, also natürlich trefft euch, ich habe ja auch schon Instagram-Fotos, dass du mal im Wald Ems warst, aber es ist jetzt nicht so, dass ihr sozusagen, wie ich das kenne, ich bin ja im IT-Projektmanagement, wir machen dann Kickoff, da sitzen alle zusammen, die in diesem Projekt beteiligt sind, plus ein paar Chefs, plus ein paar Stakeholder. Da macht man sich sozusagen seinen Weg wir machen es halt immer für ein Jahr, das Projekt muss da und dahin, das sind die Meilensteine und so weiter. Sowas gibt's sozusagen gar nicht, sondern das ist immer noch so ein bisschen, ich rufe mal den Ralf an und sage, wir brauchen eine neue CD. Ich brauche eine neue CD und ich brauche das Stück, also ne, schon auf 20, 30 Stück runtergebrochen, weil die auch wissen, was ist quasi so das Motto von der neuen Regionalspielhilfe. Wenn ich mir, sag ich mal, meine Inspiration quasi aus den alten Regionalspielhilfen hole, kann ich damit ja auch komplett schief liegen. Genau, zum Beispiel jetzt wie Havena war ja dann ganz klar, okay, es geht jetzt nicht nur um die Stadt, sondern es geht vornehmlich, was unter der Stadt gerade ist. War ja gefühlt die Regionalspielhilfe so ein bisschen vom Schwerpunkt her, auch mit dem neuen Gott oder mit dem nicht neuen Gott. Ich muss mich hier mal ein bisschen zusammenreißen und sehr viele Leute zu, die DSA auch studiert haben. Also für mich der neue Gott, der unten, der Naturion, also da wird ja dann sozusagen da mehr Fokus drauf gelegt, wenn man da ein, zwei Schwerpunkte hat in der Regionalspielhilfe, dann wird ja wahrscheinlich auch dementsprechend dir sozusagen dann klar gemacht, okay, wir brauchen da ein bisschen mehr, was weiß ich, mysteriöse, mystische Stücke, weil die Abenteuer finden unterhalb von Havena statt zum Beispiel. Ja, ne, da gibt's auch schnell Missverständnisse. Ich habe zum Beispiel gedacht, bei der Regionalspielhilfe, wo die Zwerge auch vorkommen, ne? Da habe ich gedacht, da machen wir sehr viel Zwerge und ich habe da ein Zwergestück nach dem anderen und dann sagt er irgendwann, Nico, hör auf, dauernd nur Zwerge, kommen da nicht nur Zwerge vor. Was? Ja, genau. Ja, und ne, da wissen die natürlich, wo es hingeht. Der Punkt ist halt eben, alle zwei Monate eine CD ist schon richtig sportlich. Ne? Ja, vor allem du musst ja auch den Flow, also wenn sich dann irgendwann, weil ich glaube, man merkt dir das sehr schnell an, wenn du sozusagen an der Warteschlange baust sozusagen, weil dann wird man auch merken, ja, irgendwie hört sich das doch dann irgendwo so an wie auf der letzten CD. Da ist auch die Gefahr ein bisschen dran, dass du sozusagen dein Stil so ein bisschen verlierst, weil du sozusagen auf Schnelle gehen musst und sozusagen nicht mehr, weil das stelle ich mir bei den Künstlern super schwierig vor, wenn du unter Zeitdruck stehst. Also Hans Zimmer hat mal gesagt, seine Inspiration wäre die Deadline. Echt? Also,
es kann auch das Gegenteil die Pest sein bei dem Künstler. Gib mir ein Jahr Zeit für ein Stück und ich verbringe mit dem Stück ein Jahr. Ne? Ja. Du kommst dann auch nicht zu Potte. Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile im Leben, sag ich mal. Die Frage ist, was bist du für ein Typ? Ne? Es gibt Leute, die könnten sowas wie ich niemals abliefern, weil die sagen, nee, das ist noch nicht perfekt genug. Ich kann das gut. Ne? Also es 90% reichen auch. Also man kann dann an den letzten 10% dann noch, sage ich mal, Monate mit verbringen. Die hört aber, sage ich mal, der Endkunde gar nicht. Ja, du kannst danach Pareto, dass du sagst, 80% schaffst du in einer schnellen Zeit, für die 20 anderen Prozent brauchst du aber doppelt so lange für die 80. Und die Frage ist immer, brauchst du denn die 100%, weil die 100% sowieso meistens keiner erwartet, weil es unrealistisch ist. Genau, du sagst es. Genau das ist es. Guck mal, der Punkt ist doch der, wenn ein Zeichner sowas macht, glaube ich zumindest, dann hat er einen kalibrierten Bildschirm, damit er genau weiß, wann wird mein Rot zu rot, wann ist es zu rotstichig, wann ist es zu blaustichig. Bei uns Komponisten ist es so, ich habe mir einen Raum eingerichtet, der so neutral wie möglich klingt, ne? So genau wie ich das höre, wirst du das nie hören, weil du hast ganz anders, also ich habe meine 30 Euro Logitech-Boxen. Siehst du, genau. Ne? Und, oder mein iPhone, ne? Du musst ja mal überlegen, mit was hören zurzeit Leute Musik, mit dem Handy. Und ich glaube, ein Handy wird nie sowas entwickeln. Also meine Mutter zum Beispiel wie heißt das, wenn du sozusagen so ein Audio-Fetisch hast, wie heißt das dann? Audiophil? Genau, das Wort habe ich gesucht. Ja. Die hat irgendwie eine sauteure Bose-Anlage und ich denke mir die ganze Zeit so, für mich hört sich das alles gleich an. Und kriegt immer, sie ist immer komplett fassungslos, wenn sie mich so sieht. So, ja, natürlich hat das ein bisschen mehr Bums, aber ich habe hier auch einen Subwoofer, der hämmert auch. Aber wie gesagt, das ist auch ganz, also auch, ich glaube, mein Chef ist auch wahnsinnig autophil und legt Wert auf Musik und so. Das ist halt immer spannend, weil ich glaube, 90% der Leute, die deine CDs hören, werden nie so eine Anlage haben, wie du sie hast, glaube ich. Ganz genau. Und dann kannst du an Sachen, quasi in Schönheit sterben, an Sachen rumfrickeln, die sowieso keiner hört. Ja. Ne? Und deswegen, dann ist ein bisschen Druck zu sagen, komm, hier 2 Monate dann abgeben, ist schon ganz gut, damit man zu Potte kommt. Nee, ich glaube, das geht den Zeichnern ja auch so. Ich habe gestern, gab es einen Stream von Nadine, die so einen Mammut gemalt hat und hat sie wirklich in den Stoßzähnen die Göttersymbole und so reingebaut und so. Und natürlich kannst du sowas machen, aber ich glaube, wenn Nadine keine Zeit hat, wird sie auch sowas nicht machen. Also ich glaube auch oder nochmal in dem Bild so, oh, ich könnte da hinten nochmal was Verstecktes reinmachen, oder das sieht man eher aus auf den dritten Blick. Also ich kenne das bei ganz vielen tollen DSA-Artworks. Du kennst das Bild, dann schaust du es dir genau an, so, da hinten steht die, die habe ich noch nie gesehen, dem Bild. Also ich glaube, auch das hat immer die Zeitskala was. Also ja, genau. Ja, da hast du schon recht. Aber auch das, da werden wir jetzt auch bei den CDs für DSA, deswegen sage ich ja, wir sind da in einem Prozess, dass wir immer besser werden. Guck mal, ich hab meine ganzen Melodien, die ich bisher schon benutzt habe, ne, die habe ich sortiert, einmal nach Projekt und dann auch nochmal so nach Gefühl. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, so einen Durchhänger habe bei irgendeinem Stück, mir fällt jetzt gerade keine Melodie ein oder so, dann tue ich eine passende von den vorherigen CDs dann noch mit einbauen. So dass man quasi so eine Wiedererkennungswert bekommt, ne? Aber also passend dann, ne? Also zu dass du weißt, wenn du ich immer in die und die Tempel gehe, ja, in einem bestimmten Tempel immer wieder gehe, dann habe ich immer so ein Leitmotiv, was ich immer wieder zuhören. Zum Beispiel ein Raya-Tempel wird sich ja immer nicht gleich anhören, aber ähnlich. Genau, ne? Also, dass du so ein Wiedererkennungsgefühl hast. Also zum Beispiel, wenn die neue Aranien-CD kommt, ne? Ich glaube, so viel darf ich spoilern. Hör dir mal das Stück an. Wir haben ein Stück gemacht für einen Geschichtenerzähler. Mhm. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass der Geschichtenerzähler da sitzt und der alles kleine Kinder quasi vor ihm sitzen auch dann da, ne? Also es hat was mit Kindern auch zu tun. Ich habe dann die Melodie, die aus den ersten 2 CDs die bei den Lullabies da sind, wo die Eltern ihren Kindern was vor, die habe ich genommen und dann aber so verändert, dass es sich halt arabisch anhört. Mhm. Achte mal drauf. Ist cool geworden. Na, und solche Sachen kannst du halt eben machen, wenn du an so einem Riesenprojekt arbeitest wie DSA. Das ist super. Du kannst immer wieder auf alte Sachen zurückgreifen. Das spart natürlich auch Zeit,
aber es macht auch Sinn, weißt du, es ist nicht Faulheit, so nach dem Motto, dem fällt jetzt nichts Neues ein, sondern das ist Storytelling, ne? Das ist sinnvoll, das so zu machen. Das wäre auch noch eine ganz spannende Sache, warum gibt es eigentlich keine schwarze Auge-CD, weil was mir zum Beispiel fehlt, wär so ein Aventurien-Intro. Mhm. Also zum Beispiel, also was ich immer gerne einbauen würde als Meister ist, was geschah zuletzt sozusagen im letzten Abenteuer. Ah, coole Idee. Und dann sozusagen, wie so ein, ich bin halt zum Beispiel ein Riesenfan von Avengers, ich liebe diesen Avengers-Theme, das ist mein Klingelton, ich liebe einfach dieses Lied. Weißt du, wer der Komponist ist? Nein. Alan Silvestri. Okay. Einer der Besten. Der hat auch zum Beispiel das Lied gemacht von, wie heißt der Typ nochmal, der auf der Bank sitzt, wo die Feder da so lang fliegt? Forrest Gump. Ist da auch eine schöne Melodie, sehr, sehr bekannt. Alan Silvestri ist richtig gut. Er schafft es wirklich, dass es sich so in dein Hirn bohrt. Ja, also du hast einen guten, Tim, du hast einen guten Geschmack. Yes, Film-Soundtracks. du hörst nicht den Rest, den ich da so höre. Also ich finde, wenn du jetzt hörst, dass mir das neue Hasselhoff-Blümchenlied wahnsinnig gut gefällt, ist das wieder vorbei mit gutem Musikgeschmack. Okay, ja. Nee, aber jetzt sage ich da nichts mehr zu. Sehr gut. Ich muss ja ehrlich zu dir sein. Ne? Aber wie gesagt, ich habe einen sehr komischen Musikgeschmack, das sagt mir auch jeder, der mich kennt, weil ich halt sehr viel Film-Soundtracks höre. Ich auch. Aber ich mag halt einfach Musik, wo ich noch nebenbei was machen kann. Und solange ich kein Englisch konnte, war es immer richtig gut, dann habe ich immer gern englische Musik gehört. Hat dich nicht abgelenkt. Ja, genau, weil du hast es nicht verstanden. Es ist so, wenn ich arabische Musik höre. Das hört sich für mich interessant an. Ich verstehe nichts, was sie da singen. Seitdem ich halt verstehe, was sie singen, finde ich halt englische Musik auch nicht mehr so gut, weil sie hört sich genauso doof an wie deutsche Musik. Weil weil nur, was sich was cool anhört, ist es ja nicht cool. Also das ist ja immer die These, warum zum Beispiel auch junge Leute oder Leute, die nicht gut Englisch können, englische Musik so mögen. Wenn sie hören, wie was ein englischer Rapper singt, ja, das hört sich genauso an wie Sido. Also da ist kein Unterschied. Mhm. Also die Texte sind alle doof. Weil sie irgendwie von irgendwie, wir nehmen uns hier das und nehmen das. Sehr schwierig. Und deswegen mag ich Film-Soundtracks, weil Film-Soundtracks kannst du immer sehr viel reininterpretieren. Mhm. Und wie sagst du sowas wie, ich frage mich halt zum Beispiel, warum es keine CD gibt von Aventurien, wie man zum Beispiel wie die Kaiserin, so ein Kaiserin-Theme und sowas, also für so ganz wichtige Meisterpersonen, zum Beispiel auch für so eine Kampagne für die Elfenkampagne, wäre es halt cool für die richtigen Meisterpersonen, also für die wirklichen Könige in den Rollenspielbüchern, halt ein cooles Theme zu haben. Jedes Mal, wenn die auftauchen, könntest du das als Meister abspielen. Aber dann wäre es wahrscheinlich schon wieder zu cineastisch. Nee, das ist eine gute Idee. Das könnte man machen. Auch dieses, was bisher geschah oder sowas. Was bisher geschah, wäre ein super Titel für mal ein Stück. Ne? Ich glaube, das würde so ein Musikstück würde super passen, wenn dann Mittelreich kommt oder sowas. Ja. Ja. Da hoffe ich ja, dass da bald eine Regionalspielhilfe kommt. Also ich freue mich auf Tulamiden. Da bin ich gespannt, was du draus machst. Ich finde ja cool, dass du Aranien gefühlt jetzt von dem Song nicht so arabisch gemacht hast. Haben ja auch die Kollegen nochmal auf der, ich glaube Nico hat es gesagt, nochmal auf der Redcon gesagt, dass sie es auch cool finden, dass du es nicht arabisch gemacht hast. Weil Aranien ist halt so ein Zwischending zwischen zwei Welten und eigentlich Tulamidenland, das wäre für mich das Arabische. Okay. Ja, und das finde ich halt cool, dass... Und da bin ich schon, Tulamidenland gefällt mir halt wegen meinem Beherrschungsmagier sehr, aber auch Mittelreich ist halt so der Dreh- und Angelpunkt von so vielen Abenteuern gefühlt. Das wird sehr mittelalterlich wahrscheinlich werden, denke ich. Ne? Ja. Aber weißt du, wo ich mich drauf freue? Auf die Elfen, dann mit Gesang und mit Frauenstimmen und sowas vieles zu machen. Wie machst du das? Cool. Also, singt deine Frau die Sachen ein oder hast du da noch Sängerinnen im Hintergrund, die das machen? Oder wer macht? Weil du hast jetzt so eine männliche Stimme dafür, dass du irgendwie das Hochzeitslied gesungen hast. Ja, genau. Nein, singen kann ich überhaupt nicht gut. Das ist unterschiedlich. Manchmal arbeite ich mit irgendwelchen Sängern aus dem aventurischen Bereich hier, ne? Irgendwelche Fans oder sowas, die Lust haben mitzumachen. Manchmal arbeite ich mit denen zusammen. Da wäre das ja, also du musst bedenken, ich mache die Musik fertig und verkaufe die dann zu einem gewissen Preis an Ulysses und denen gehört das Stück dann. Ne? Das ist dann, von mir ist, gibt das Copyright und meine Rechte komplett ab an Ulysses. Das heißt, ich muss auch einen Sänger haben, der bereit ist, für einen gewissen Betrag das mitzumachen. Ne? Also wenn dann einer sagt, ne, ich hänge so an dem Stück und das kriegt jetzt Ulysses nicht, dann habe ich meine Zeit verschwendet. Das heißt, also aber gibt es sowas?
Nee, bisher noch. Okay. Nee. Also, das hat mich aber, auch sehr gewundert. Aber nee, du hast recht. Also, natürlich. Aber wenn's, da, also, ich arbeite auch gerne mit Leuten zusammen, ne, die dann Lust haben, sagen, komm hier, und gerade bei Elfen oder so. Mein Problem ist, ich kenne sehr, sehr, sehr viele Frauen, die eine gute Stimme haben, die Lust haben, bei sowas mitzumachen. Aber nicht so viele Männer, komischerweise. Ja? Und weil ich glaube, da, wenn die Elfenregion kommt, da kann ich die alle einsetzen. Ich glaube, es liegt aber heute auch daran, dass sich die Gesellschaft so geändert hat. Weil ich kenne das noch von meinem Opa, da gab es Männerchöre und sowas. Sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Also wenn du dich gerade bei DSDS versuchst, Schreiben einzubrechen mit deinem Gesang, gibt es ja kaum noch. Gefühlt wird das ja, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, wird das noch gefördert, Musik? Also ich weiß, der Musikunterricht hat mich eher dazu gebracht, kein Instrument zu lernen. Also es war nicht irgendwas, wo ich gesagt habe, ähnlich wie Kunst. Also ich beschäftige mich ja gerade ein bisschen, weil mich Nadine ein bisschen inspiriert hat mit Zeichnen und sowas. Habe mir jetzt ein, zwei Zeichenkurse gekauft und ein Buch dazu. Ich frage mich die ganze Zeit, warum habe ich sowas nicht in der Schule gelernt? Wie male ich denn ein Porträt? Da haben wir irgendwie mit Wassermalfarben rumgemacht und mit Wachsmalstiften. Vielleicht wäre klüger gewesen zu erklären, das ist ein Gesicht, guck mal, so könnt ihr das zeichnen, das ist wichtig, so teilt ihr es ein. Und so ist es ja auch bei Musik. Was lernst du bei Musik? Du musst ein paar Musiksachen auswendig lernen und hast. Also ich war immer der Schlechteste, ich hatte immer diese Triangel, das war super. Ja. Also ich glaube ja wirklich, das, was wir machen hier mit unseren Welten, die wir da erschaffen, ne, das ist schon mehr wert wie nur ein Hobby. Also stell dir mal vor, die würden mit sowas wie DSA in die Schulen gehen. Die könnten den Leuten, die könnten dazu animieren, zu zeichnen, Karten zu zeichnen, Bilder zu zeichnen, Musik zu machen. Man könnte da, sage ich mal, so viel pädagogisch Wertvolles mit anrichten. Ne? Ja, vor allem auch sozial kompetent, wenn du dir überlegst. Deswegen ging es mir auch die ersten Abenteuer. Ich wollte immer, dass mein Held im Vordergrund steht. Das war mega nervig, glaube ich, für meine Gruppe, dass immer mein Lauchmagier immer im Vordergrund stehen musste, obwohl der Lappen von der Gruppe war. Bis du halt auch merkst, so, ich muss mich mal selber zurücknehmen, weil ich bin halt einfach ein dominanter Mensch, bin jemand, der vorangeht. Und du lernst im Rollenspiel dann einfach mal zu sagen, hey, nimm dir deine 10 Minuten Tim im Abenteuer, die gehören dir. Aber den Rest muss auch mal die Gruppe machen und lass doch mal die Leute auch mal mitspielen. Und ich glaube, das ist halt auch was wir überhaupt nicht lernen in der Schule oder Konfliktbewältigung. Was machst du, wenn der Würfelwurf nicht funktioniert? Dann kannst du die Würfel quer durch den Raum pfeffern oder du reißt dich zusammen. Sowas, also ich finde Rollenspiel in Schulen vielleicht eine wichtige Sache, weil du lernst sehr viel über dich selber kennen. Vor allem, du spielst meistens Rollen, die du gerne wärst. Also du spielst meistens Jasmin hat das ganz, ganz toll erzählt, dass sie eigentlich schon viel besser weiblichere Rollen spielen konnte, wo sie noch ein Mann war und ihr irgendwie dadurch eher klar wurde, dass sie eigentlich eine Frau ist. Das finde ich halt auch spannend, genau so einen Denkanstoß zu haben dabei. Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben da wirklich ein Hobby, was viel, viel wertvoller ist, wie wir manchmal denken. Ja, und gar nicht so verrückt, ne? Also zum Beispiel bei streitende Königreiche, ne? Ich habe mir da auch Gedanken gemacht, was ist das eigentlich für ein Setting? Da sind die einen tun in dem einen Königreich aufwachsen und hassen automatisch die andere Seite. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen was rassistisches Thema und mit dem man sich da befasst auch, ne, spielerisch. Ich finde es sinnvoll, dass man sich damit beschäftigt. Und genau deswegen, also über diese Gedanken habe ich mir dann überlegt, bei dem Lullaby, bei dem Kinderlied, die Mutter singt dem Kind jetzt nicht vor, es gibt keine Geister unter deinem Bett, sondern die Mutter singt dem Kind was vor, von der Königin und von Land und von Fahne, weil du schon als von klein an auf diesen Mist quasi im Grunde genommen konditioniert wirst. Ist ja bei uns auch nicht anders. Also früher waren es die Russen, heutzutage halt die Araber, ne? Also genau. Das wird dir ja von der Gesellschaft eigentlich schon so ein bisschen vordiktiert. So, ja, pass auf, die sind anders. Gut, das hoffentlich ändert sich jetzt, aber ich glaube, gerade deine Generation mit Russland und sowas war es, glaube ich, schon so. Genau. Das war gerade der böse Russe und so. Wir haben unsere Feindbilder, die wir pflegen. Und durch sowas wie so ein Rollenspiel kommst du vielleicht mal so ein bisschen dazu, drüber erstmal zu lachen. Warum machen die das denn? Warum hassen die sich so gegenseitig und beschimpfen sich immer als, was ich, Fischköpfe oder sowas, ne? Und denkst du, oh ja, im Grunde genommen machen wir ja das manchmal nicht anders. Ja, du lernst halt auch sehr viel über dich selber und auch über,
über Geschlechterrollen. Also ich finde sowas spannend, vor allem wenn du dann solche Sachen siehst wie Aventür. Finde ich cool, dass man jetzt auch Rollenspiele anbietet, die für Kinder sind oder für Familien. Finde ich eine super Sache. Zum Beispiel meine Frau hat es mit der Einsteigerbox angefangen von DSA, aber ich glaube mit der schwarzen Katze werde ich sie noch viel eher catchen können, weil das halt so abstrakt ist, dass sie halt nicht irgendwie eine Torwallerin spielen muss, die irgendwie kapert und die Leute absticht, sondern ich will diesen glitzernden Gegenstand, ich will den jetzt. Ist halt ein viel lieberes Setting, sage ich mal, was du machen kannst. Deswegen finde ich DSK zum Beispiel eine super Sache. Also es gibt so ein Buch, das heißt Think Limbic. Kennst du das? Nein. Zufällig habe ich mir mal gekauft. Geht so ein bisschen um Marketing. Das geht darum, dass du die Menschen quasi in vier Sorten einteilen kannst und dann entsprechend dein Produkt platzieren kannst. Ne? Und es gibt so den jungen Mann, der steht so ein bisschen auf Ausbreitung seines Territoriums und Stärke und Macht und so weiter. Und den alten Mann, der mag Sicherheit. Ja? Und du musst dann dein Produkt entsprechend platzieren, um sie an diese Gruppe zu verkaufen. Und bei der jungen Frau ist das so ein bisschen, sag ich mal, so TUI-Werbung, weißt du, so Lustgewinn, Abenteuer, bunt und so. Und ich glaube auch, dass dieses DSK sehr, sehr gut in diese Schiene passen könnte, dass man damit Frauen ansprechen kann. Ja, was halt nicht so nicht um Krieg und Frieden geht sozusagen. Das ist halt, glaube ich, du kannst natürlich Aventurien auch ohne Krieg und Frieden spielen, das geht. Es gibt genug Stadtabenteuer, wo es darum geht, irgendwie jemand zu helfen oder Detektivabenteuer. Du musst ja nicht immer massive Schlachten spielen, aber gerade dieses Katzensetting ist halt mega gut. Auch dass es Wehrhunde und sowas gibt. Das ist halt was. Zum Beispiel, was sie auch liebt, ist My Little Pony, das Pen and Paper. Das haben wir auch gekauft. Mhm. Darum geht es halt, Freundschaften zu schließen. Du tötest in diesem Pen and Paper niemanden, sondern machst nur Freundschaft. Und wenn der große Drache in der Höhle ist, dann versuchst du mit dem Freund zu werden. Und ihn sozusagen mit Umarmungen sozusagen, ja, komm, gib mir doch deinen Schatz. Also, das finde ich halt auch gut, dass es solche verschiedenen Arten von Rollenspielen gibt. Zum Beispiel, ich könnte mit DSK selber nicht so viel anfangen. Also, ich finde das Setting cool und alles, aber das ist eher ich liebe mein Aventurien und ich finde, dass die Magier noch viel zu wenig mystisch sind. Da können wir noch viel mehr machen. Die CD von DSK, habt ihr die auch geholt? Ich habe die auch, ja. Also ich habe gecrowdfundet, die habe ich schon hier. Hast die CD, ne? Aber die kann man auch, sagen wir mal, für die noch anderen Sachen gebrauchen, ja, oder? Das sind ja keine großen Miau-Geräusche, glaube ich, drauf, was ich gehört habe. Ja, ein, zwei Mal, aber ich in Havena wäre das auch nicht. Also ich würde es passend zum Havena-Soundtrack auch nehmen. Also da. Ja, finde ich auch. Vor allem, was ja. ich gut finde, dass du nichts kopiert hast. Ja, so ein bisschen Angst, so, oh nein, Havena, DSK, da werden sich die CDs so ähneln. Überhaupt nicht. Das war richtig gut. Ja, genau. Und ich habe es versucht, alles ein bisschen was leichter, spielerischer, katzenhafter zu machen. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, man kann es gerade, also wo wir eben ja über Schlachten und sowas gesprochen haben, ne, da sind ein paar Stücke bei, die kann man echt gut gebrauchen für Schlachten so im Hintergrund oder für Kneipenschlägereien. Komischerweise. Ja. Was ich spannend finde, Talk habe ich als einzigen Soundtrack nicht. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe von Talk nie was gehört bis zur Redcon in Berlin. Also ich habe es übrigens gecrowdfundet, ich wusste das bloß nicht mehr, war super. Ich schau mal das Let's Play an, ich so, Tim, eigentlich hast du dieses Monat kein Geld mehr dafür, du hast bald Redcon und du brauchst eigentlich dein Geld für den B-Ware-Stand. Jetzt guck mal, im E-Book-Store kaufst du es jetzt zumindest als E-Book. Wieso habe ich denn Talk? Okay, gut. Und Talk ist ja der größte Wahnsinn, den es gibt. Aus irgendwie allen Epochen brechen irgendwie Sachen aus und irgendwie Multiversum und bla. Wie hast du dafür ein Soundtrack hingekriegt? Weil einerseits gibt es irgendwie ägyptische Schattenkiller mit leuchtenden Augen und andererseits gibt es irgendwie Zwerge. Ich habe mir so durch. Ich glaube, hätte ich mir das Let's Play nicht angeguckt zu Talk, hätte ich Talk niemals irgendwie wahrgenommen. Aber es ist so mega gut. Oder sie haben es einfach nur mega gut gespielt. Aber es ist einfach diese Welt, auch wenn du dieses Regelbuch durchliest, denkst du so, auf was für Drogen sind die Leute? Das kann doch nicht ernst sein. Talk ist wirklich der Wahnsinn, ja. Also Talk mache ich ja mit dem Daryl zusammen. Und der sitzt in Amerika, ne? Und der schickt mir dann auf Englisch. Ich tue das dann immer in Google übersetzen, weil mein Englisch ist nicht so gut. Und
Da kommen auch schon verrückte Anfragen. Ne? Also ich sollte zum Beispiel mal ein Stück schreiben für Krieger, die auf Bienen reiten. Da musst du Bienen. Dann habe ich mir Chöre, die sich am ehesten bienenhaft anhören, da gibt's so bulgarische Chöre. Da haben die Frauen so einen ziemlich harten Gesang. Die habe ich dafür genommen und tatsächlich richtige Bienengeräusche. Ne? Und der Google-Übersetzer war auch richtig, es waren wirklich Bienen gemeint und nicht irgendwas anderes? ja, also der Daryl hört die immer nochmal durch. Gut. Er hat sich nicht beschwert. Wieso macht der wahnsinnige deutsche Bienengeräusche? Genau. Diese verrückten Deutschen. Und dann eine Sache, da wollte er von mir, das spielt auch in so einem arabischen Setting, in Kairo in einer Bar wird ein Jazzstück gespielt. Ne? Mhm. Da habe ich, okay, mach ein Jazzstück, meine Frau musste wieder singen. Mit einem englischen Text. Dann sagt er, nee, mir wäre lieber, die würden Arabisch singen. Ja, habe ich meine Problem. Frau, ich meine Frau gesagt, wir müssen Arabisch singen. Ne? Sagt sie, ja, sie hätte auf der Arbeit für wenn Flüchtlingskinder und sowas kommen, ne, haben die so Broschüren in unterschiedlichen Sprachen, also wie man sich impfen lassen muss und so weiter. Auch auf Arabisch. Das lesen wir einfach vor, mir fällt das schon auf. Das singen wir jetzt, habe ich gesagt, super. Naja, ne. Also so. Wie schon, was die arabischen Bäcker sagen. Ja, genau. Was, Impfgegner? Um was geht's hier? Um Impfgegner im Jazz-Song? Was zur Hölle? Diese verrückten Amerikaner. Ja, genau. Naja, man muss aber halt flexibel sein. Auf was für Ideen du kommst, meine Fresse. Ja. Super. Also es ist komisch, also das war in meinem Leben immer so, dass mir Ideen eigentlich nie ausgegangen sind. Ja. An dir ist ein Informatiker kaputt gegangen, sage ich dir. Ich bin staatlich geprüfter Betriebswirt, Fachrichtung Informatik und Organisation. Okay, dann hat es dich nur teilweise nicht getroffen. Aber wie gesagt, du, als Informatiker musst du auch so denken, so okay, das geht jetzt nicht. Nein, ist nicht die Antwort, die der Gegenüber hören will. Ja, dann machen wir mal irgendwas Außergewöhnliches und probieren mal das. Ah, es funktioniert. Ja, komisch. Ja, also ich habe mein halbes Leben damit verbracht, Access-Datenbanken zu programmieren. Also so ein richtiger Informatiker bin ich nicht, aber so ein Aushilfsinformatiker. Also Access ist so die Höllenbrut aus dem siebten Kreis der Hölle für einen Informatiker. Es gibt nichts Schlimmeres, ja, genau, als das so. Wieso nehmt ihr keine relationalen Datenbanken? Warum nehmt ihr sowas? Ja, guck, genau. Seht ihr nicht das Pentagramm in diesem Excel-Logo? Das ist nicht gut. Aber schon mit dem SQL-Server im Hintergrund. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Wenigstens das. Nein, das ist ja Wahnsinn. Nee, aber das ist super spannend. Auch gerade mit den Arabern. Und dann hast du es einfach, und dann kann sie wirklich Arabisch singen. Du musst nicht irgendwelche kehligen Geräusche machen oder so. Nee, das sollte ja Jazz klingen. Deswegen ging das. Deswegen musste meine Frau singen. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, so diese, bei Aranien oder so, diese arabischen Gesänge, ne, die kaufe ich mir dann. Also da gibt's spezielle Libraries, die kann man sich kaufen. Also zum Beispiel, da gibt's einen Menschen aus Griechenland, der tut alles solche, wie soll man sagen, so ausgeflippte Sachen samplen, arabisch, afrikanisch und so, und bringt die alle raus. Der heißt Eduardo Traglionte, heißt er. Und von dem kaufe ich mir immer alles. Und da gibt's dann auch arabische Gesänge, ne? Die kannst du einspielen. Dann singt die das, was du vorgibst. Es gibt aber auch Phrasen. Wie sie singt das, was du vorgibst? Ja, also die gehen hin und lassen die verschiedene Laute singen. Ne? Und okay, du kannst die dann auswählen, welche Laute sie, also es gibt einen Chor, also das ist einfach zu erklären, einen klassischen Chor, die haben einfach alle Buchstaben, die es gibt, ja, von denen singen lassen, und du kannst dann ein Wort schreiben und dann singen die das. Aber funktioniert denn das? Weil du tust doch Buchstaben zum Teil anders aussprechen, wie du die in Wörtern benutzt, oder? Du hast recht. Es klingt ein bisschen künstlich. Deswegen ist dann der Trick als Komponist, die künstlichen Sachen ein bisschen zu verstecken. Es gibt aber auch, also zum Beispiel bei Herr der Ringe, ne? Die singen ja richtig in orkischer Sprache im Hintergrund. Ja. Das hörst du aber in Wirklichkeit gar nicht. Ne? Du hörst nur, die singen irgendwas. Also sind die jetzt hingegangen und haben irgendwelche Chöre singen lassen und die singen irgendwelche lateinischen Kauderwelsch, der keinen Sinn macht. Mhm. Und den setze ich natürlich auch in meinen Liedern ein. Die singen dann irgendein,
Blödsinn, Christus, Dominus, irgendwas. Mhm. Es hört sich aber cool an. Ja, und du, das ist halt genau das, was wir vorhin gesprochen haben mit Englisch, sobald du die Sprache nicht sprichst, hört sich das alles für dich cool an. Wahrscheinlich könnten die auch auf Arabisch irgendwie Werbung für Corriga-Tabs machen und wir würden sagen, boah, das hört sich aber Arabisch an, das ist ja toll. Genau, genau. So läuft's im Grunde genommen. Ne? Also es heißt, es ist immer eine Mischung aus, sag ich mal, Technik, die du dir kaufen musst, Kreativität, und du kriegst eine gewisse Kreativität auch immer geliefert, wenn du dir neue Klänge kaufst. Die sind auch inspirierend und so, ne? Also, und deswegen klappt das, funktioniert das. Also ist es nicht so, dass ich irgendwann da sitze und sage, boah, ich habe jetzt eine Schreibblockade oder sowas. Habe ich noch nie gehabt. Krass, okay. Hm? Was ich jetzt noch spannend finde, du hast mir ein wahnsinnig cooles Geschenk gemacht zum heutigen Podcast. Du machst ja ein neues Intro, dass ich endlich mein gefühlt schreckliches Intro, was ich irgendwie auf Audio Jungle gekauft habe. So, ich brauche irgendwas, was sich mittlerweile anhört. Okay, das hört sich am wenigsten schlimm an. Ich nehme das. Habe ich jemanden, der es mir aufspricht? Nee, habe ich ja auch nicht. Schade. Und habe es halt einfach irgendwie schnell zusammengemixt, weil es musste halt irgendwie in 3 Minuten irgendwie fertig sein, weil ich den Podcast launchen wollte. Und du willst mir jetzt ja ein Intro machen. Wie wirst du jetzt da rangehen? Also wie wirst du das machen? Also du weißt irgendwie, das geht um Aventurien, es ist wieder aventurische Boote, nur audiovisuell sozusagen. Wie wirst du jetzt da rangehen? Ja, ich würde dich fragen. Also, ich möchte den Avengers-Soundtrack. Ja, dann machen wir was Avengers-mäßiges. Das würde ja nicht zum Podcast passen. Das ist genau das, wo nicht zum Podcast passen würde, weil wie gesagt, das ist. Ich wüsste es auch nicht, ehrlich gesagt. Also man könnte hingehen und könnte so ein bisschen was so, also so Alarm, Depesche, jetzt hier kommt, ne? Also so quasi was den, was so eine Aufmerksamkeit beim anderen erzeugt. Mhm. Also so höre sozusagen, so wie so ein Marktstreier, so gefühlt. So ein bisschen, ne? So am Anfang so ein bisschen, ne? So ein bisschen Blechbläser, dann kommt das Eingelesene, ne? Und dann vielleicht so ein sanfter Ausklang, dass du quasi mit deinem Podcast dann in den Ausklang immer so reinreden kannst dann. Mhm. Verstehe, dass du so einen Übergang machen könntest. Oder sozusagen. Wär einfach so eine Idee. Deswegen, da bin ich gespannt. Da würde ich dir einfach da alle Freiheiten geben, weil. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe mich schon so schwer getan. Also wenn du mir alle Freiheiten gibst, ne, dann kriegst du von mir 3. 1 fröhlich, 1, wenn du einen Horror-Podcast machst. Dann tue ich deine Stimme runterpitchen, dann hörst du dich an wie Satan persönlich. Wir haben ja den Vorteil, die Leute müssen ja schon mehrere Stunden meine Stimme ertragen. Jetzt haben wir uns gedacht, fürs Intro kriegen sie mal eine richtige Stimme. Das macht der Florian vom Rollenden Würfel, vom Gasthof zum Rollenden Würfel. Und da bin ich sehr gespannt, weil ich liebe diesen Mann. Er kriegt das so, der ist halt Synchronsprecher. Ja. Und das merkst aber du stellst dir auch sowas vor, so ja. 10, 20 Sekunden höchstens, ne? Weil sonst schalten die Leute ab, wenn es zu lange ist. Es wird nur, was sag ich mal, der amateurische Podcast, ein Podcast rund um die Welt von das schwarze Auge, glaube ich. Also, weiß nicht, 10, 15 Sekunden, denke ich, reicht, weil, wie gesagt, die Leute hören es ja nicht wegen dem Intro an, sondern wegen dem Podcast. Ja. Genau, und dann machen wir vielleicht auch noch ein Outro. Genau, irgendwie 20 Sekunden oder was, genau das Gleiche. Wo irgendwie auch sowas, so, ne, genau, und ja, ist kein Problem, das mache ich dir. Hör mal, ich habe noch eine andere Idee. Klar. Da du ja Talk noch nicht so viel hast, ich guck gleich mal von meinen Belegexemplaren, was ich noch hab. Ich würde dir 2 zuschicken von den Talk-CDs, eine für dich und eine vielleicht für zu versteigern oder zu jetzt als Gewinnspiel. Genial, aber spare dir das Port, wir sehen uns ja an der Redcon. Richtig, genau, ich bring's dir bei der Redcon mit. Super cool, ihr habt's gehört. Hast du denn eine Gewinnspielfrage vielleicht? Nee, bei so, guck mal, man kann ja nicht bei allem kreativ sein. Das ist auch so, guck mal, da muss ich auch bei Ulysses mal bedanken oder sowas. Die machen ja richtig coole Covers und die Booklets sind super, ne? Wie gesagt, Menschen können nicht alles können. Das machen die und ich auch zum Beispiel die Titel, wie die Stücke heißen, da halte ich mich raus. Ach, die machst du gar nicht selber? Nee, die geben mir zwar was vor, ne? Und ich muss dann auch, sagen wir mal, das Thema treffen. Aber wenn die am Ende sagen, ne, wir benennen das anders, dann sollen die das machen. Weil, also, jeder soll das machen, was er gut kann. Ich kann gut Musik machen und, sagen wir mal, stimmungsvollen Namen für diesen Titel zu finden. Das können andere besser. Das ist ja spannend, weil ich hätte wirklich gedacht, dass du da wirklich sozusagen im Endeffekt, dass das Cover von der Regionalspielhilfe draufkommt, der Rest machst du sozusagen alles selber, weil das ist ja cool. Das heißt, du kannst dich wirklich auf dein Spezialgebiet konzentrieren.
Deswegen schaffe ich auch 6 CDs. Sonst, wenn ich jetzt, ne, das würde ich dann. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, Menschen haben Stärken und Schwächen und schreiben wäre absolut meine Schwäche. Das ist so ein bisschen das Einzelkämpferproblem, was ich gerade habe. Ich habe immer jahrelang so als Team gearbeitet, das Podcast-Team hat immer Leute um mich rum und da bist du halt immer abhängig von den Leuten. Aber manchmal vermisst du es. Ich habe jetzt dann irgendwie mit meinem Affinity-Foto habe ich jetzt dann Lesezeichen gemacht für die Redcon. Und das ist dann schon schwierig. Also so alles können, da kannst du nichts gescheit. Deswegen ist es ja super cool, da kannst du dich ja wirklich auf deine Sachen fokussieren, weißt, was du hast und kannst es machen. Da ist auch erklärbar, warum ihr das schafft, auch in der Zeit, trotzdem die Qualität zu halten. Ja, richtig. Gut. Nee, super. Was kommt denn noch? Das Problem ist, du kannst halt nicht viel erzählen, was kommt, weil alles ist unter NDA. Wir können sagen, Aranien kommt. Das Gute ist ja, der Mirko von Hexen hat ja selber schon verraten, dass wir dran sind. Genau, Phase 3. Da bin ich gerade aktuell dran am Arbeiten. Ich habe 5 Stücke fertig und habe jetzt heute gerade das 6. abgegeben. Ich hoffe so, dass ich in 6 Wochen damit fertig bin. Danach wird wahrscheinlich wieder Tor kommen. Auch was da alles so kommt, sind ja keine Geheimnisse. Ich kann jetzt zwar nicht genau sagen, was, aber das ist ja klar, ne, zu jeder dieser Regionen, die es da gibt, wird es eine CD geben. Der Talk wird ja wahrscheinlich Neil Empire sein, weil das war ja das letzte Crowdfunding aus US. Ja, was im Moment läuft, ist Eisle. Ach, stimmt, du machst das ja für die Amerikaner, das heißt, ja, da ist ja gerade Crowdfunding. Genau. Und da ist halt, glaube ich, sogar die CD schon durch, ne? Das war ja ein Stretch Goal, glaube ich, oder? Die CD? Genau, die CD, damit war ich schon fertig. Die wird rein so Fantasy-mäßig sein. Und also das wird dann wahrscheinlich. Mal gucken, was er genau haben will. Also habe ich jetzt noch nicht, aber das wird dann das nächste sein. Und dann wird es wahrscheinlich wieder gegen Ende des Jahres an eine weitere Regionalspielhilfe gehen. Genau, wobei ich halt leider ein bisschen traurig, weil ich habe ja gehofft, dass ihr vielleicht zur Elfenkampagne auch noch einen Soundtrack rausbringt. Weil das ist halt das auf so was? Zur Elfenkampagne, zu der neuen. Ja, also ganz ehrlich, das wäre auch eine Sache, die ich gerne mal machen möchte, irgendwann mal zu Abenteuermusik machen. Weil das ist nochmal einen Schritt cooler. Weil du wirklich genau auf die Szene Musik machen kannst dann. Ne? Und du kannst auch Lieder, also zum Beispiel habe ich bei Havinna auch beim Crowdfunding mitgemacht und da gibt es so eine so ein Abenteuer, wo der, da gibt es der Bösewicht irgendwie so ein Klabauter, der heißt der graue Dupp oder so, ne? Und da ist dann so ein Gedicht drin, das da vorkommt. Da habe ich mich direkt hingesetzt mit meiner Frau aus dem Gedicht ein Lied gemacht. Und das kann man dann super in das Spiel mit einbinden, ne? Also bei unserer Gruppe, die haben dann anstatt das Gedicht, haben die dann ein Lied vorgespielt bekommen. Aber genau, das Problem ist, glaube ich, dass du fest also nicht angestellt bist von Ulysses, aber sozusagen exklusiv für die bist. Das heißt, du könntest zum Beispiel sowas nicht ins Skriptorium machen. Also, ich wollte das kostenlos den Leuten zur Verfügung stellen, das ist aber dann durch den Stress irgendwie, sage ich mal, versandet bei Ulysses. Irgendwann werden wir es mal irgendwo zum Hochladen hinstellen. Aber wie gesagt, ich denke, wir müssen jetzt erstmal die Regionalspielhelfen alle durchkriegen. Bei Talk wird es ja nur noch 16 oder so. Ja, genau. Bei ich denke mir die ganze Zeit so, du weißt irgendwas Talk anderes. Also ich denke mir gerade so, bis 2030 sind wir vielleicht durch mit den Regionalspielhelfen. Nein, aber bei Talk, da wird's ja weniger geben. Vielleicht haben wir dann auch mal, sag ich mal, die Zeit und den Platz, um vielleicht auch mal für das eine oder andere Abenteuer Musik zu machen. Also ich hätte Lust dazu. Für die Kampagnen würde es halt Sinn machen. Also für so Einzelabenteuer wie Krallensprung oder so ist es klar, dass es da. Aber Kampagnen, genau. Aber gerade die Elfenkampagne wäre halt heroisch. Also ich gehe davon aus, dass sie ähnlich episch wird wie die Phileasson-Saga. Was man nur so hört, sie dürfen ja nichts sagen, aber gefühlt jedes Mal, wenn ich Alex drauf anspreche, wird er hibbelig und freut sich. Also da wird schon mehr dahinter sein, als ach, wir tun jetzt ein paar Elfen auf ein magisches Schiff stellen und dann ist das Abenteuer fertig, sondern ich glaube, das wird DSA 5 definieren, diese Kampagne. Ich glaube, dass man, wenn man DSA 6 oder sowas hat, dann zurückblicken wird und wird sagen, boah, die Elfenkampagne, das war eine geile Sache. Ähnlich wie jetzt mit G7 oder anderen großen Kampagnen. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bin dafür bereit, ne, wenn wir die Kapazitäten und die Zeit und so haben, also würde mir auch Spaß machen. Auch da, Leute, einfach feedback@ulysses.de sind für solche Ideen immer offen, einfach eine E-Mail schreiben. Genau, dann wird Markus mich auf der Redcon bald nicht mehr angucken.
Also ich war ja zuletzt da gewesen. Wir haben ja einiges besprochen, was ich jetzt noch nicht verraten darf, aber es kommen auch noch ein paar Überraschungen. Sehr cool. Weil wie gesagt, ich glaube, es gibt mehr Fans von amateurischer Musik, wie du denkst. Deswegen auch ehrlich? Da, ja, auf jeden Fall. Deswegen auch da einfach mal, der Ralf ist auch bei Instagram. Einfach auch mal einen Satz da lassen, wenn du was postest. Weil wie gesagt, ich kenne ganz viele, die Musik wirklich abfeiern. Und super, freut mich. Oh, nee, daher bin ich sehr gespannt, was kommt. Und ich bin super gespannt auf mein Intro. Das wird genau. Ja, ich bin gespannt. Alles klar. Du schickst mir die Sachen zu, wir machen das Intro. Das ist geil, freue ich mich. Haben wir sonst noch irgendwas, was du ankündigen magst? Social Media, wo man dir folgen kann? Also Instagram? Kannst du einfach... Nee. Also ich habe auch eine Seite, www.ralfkurztv.com. Da gibt es eine ganze Menge auch kostenlose Sachen zum Runterladen. Vielleicht als Schlusstipp nochmal. Und wenn ich immer mal, also wenn ab und zu mal ein Lied bei Ulysses rausfliegt oder sowas, ne, oder manchmal muss ich auch einfach mal so selber was komponieren, was einfach nur das ist, was ich will, das gibt's dann da kostenlos, wird das so hochgeladen für die Fans. Genau, mir fällt jetzt noch ein Thema ein, das habe ich hier auf dem Zettel und gleich abgehakt, ist Spotify. Mhm. Es gibt ja die Sphärenklänge auch zum Teil bei Spotify mit einer größeren Verzögerung, ich glaube ungefähr ein Jahr, oder? Verzögerung, dann kommen sie auch auf Spotify. Ja, so wie die Zeit haben da. Mhm. Genau. Wie sind deine Meinung zu Spotify? Weil gerade von Künstlern höre ich ja ganz oft, dass Spotify ein schwieriges Thema ist. Inwieweit schwierig, was meinst du? Wegen den Kosten, also weil Leute halt sagen, ja, die Leute werden da ausgenutzt und ich sage halt immer so, ja, also ich bin ja jemand, der mit Napster groß geworden ist, der dann irgendwann festgestellt hat, ist nicht so gut, dann bin ich auf iTunes gegangen und ein Euro pro Song hat mich dann schon gemindert in der sozusagen in der, ja, Musikkreativität, sage ich mal, weil dann habe ich mir halt einfach irgendwo die Bravo-Hits gekauft und da war zur Hälfte das drauf, was ich hören wollte. Und mit Spotify bin ich halt echt frei, auch mal kompletten Blödsinn anzuhören. Und ja, also du meinst jetzt in dem Bezug hin, dass ein Künstler auch dann davon leben kann oder so, ja? Genau. Also ganz ehrlich, also, ich glaube, es gibt nicht viele, die da wirklich von leben können. Ich könnte es nicht. Ne? Für mich ist das mit der Musik ein Hobby, ist eigentlich eine Besessenheit auch, also mehr wie ein Hobby. Ne? Ich werde immer komponieren. Ich höre ja auch nicht auf zu atmen, also höre ich auch nicht auf zu komponieren bei mir. Ne? Aber davon leben würde ich nie können. Aber man kann auch. Auf jeden Fall nicht so gut wie als EDVler. Klar, aber du wirst ja wahrscheinlich auch selbst mit CD-Verkäufen nicht gut leben können, weil das ist ja immer dieses Gefühl, dass die Leute sagen, auf CD, da genau. Kriegt der Künstler viel, weil das meiste kriegt er das Label, aus meiner Sicht. Ja. Und du kriegst halt also, Aliment. Ich glaube, eine Band verdient doch eigentlich durch Band-Merch, durch Konzerte und sowas, ja, kriegen die doch Geld. Die Frage ist ja immer, was ist dein Ziel als Künstler? Ne? Oder als jetzt Musiker, Künstler hört sich so hochgetramt an. Aber was ist dein Ziel? Also mein Ziel ist es, dass so viel wie möglich meine Musik hören und die gut finden und dass ich besser werde. Mein Ziel ist nie gewesen, davon zu leben, weil ich ja nicht muss. Ich habe einen anderen guten Job, der auch erfüllend ist. Ne? Und diese Balance zwischen meinem normalen Job und meinem Hobby Musik, die ist auch wichtig. Weil ich glaube, wenn ich nur Musik machen würde, wird es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr machen vielleicht, weißt du? Ja. Also ich finde, ich habe da eine sehr gute Balance gefunden und es muss nicht so viel Geld einbringen und ich bin dankbar, dass Ulysses das schafft, damit ein bisschen Kohle zu verdienen, mir ein bisschen was abgibt, sodass ich mir wieder neue Sachen kaufen kann, um für euch wieder noch bessere Musik zu machen. Und vor allem, dass deine Frau nicht meckert, dass du für tausende von Euro Sachen kaufst. Und dann sagt, ich habe mir gerade einen ungarischen Chor gekauft für 100 Euro. Genau. Du hast es durchschaut. Ich bin auch verheiratet, was soll ich sagen? Ja. Ich bin so auf Fett und bin super glücklich. 7 Euro schon mit der Hälfte von meinem Hosting gezahlt, sehr gut. Nein, ja. Das ist ja auch wirklich so. Das ist auch eine gewisse Art von Wertschätzung. Zum Beispiel, ich habe jetzt mir Patreon geholt, weil ich einfach auch, ich jetzt einfach 2 Monate mal Pause gemacht habe, weil ich dann immer abends da saß und dachte mir so, oh, jetzt müsste ich ja mal einen Podcast aufnehmen. Ah, jetzt kommt eine neue Netflix-Staffel. Ah, ja, mache ich morgen. Mit Patreon im Hintergrund weiß ich jetzt, dass Leute dafür zahlen, dass ich das tun muss. Und schon machst du auch das mehr. Deswegen habe ich mir zum Beispiel Patreon geholt. Ich erwarte jetzt nicht von Patreon, dass ich nächste Woche meinen Job aufgeben kann, sondern einfach, dass ich so ein bisschen so das Pieksen im Nacken habe, zu wissen, Tim, da zahlen Leute dafür Geld, dass sie deinen Blödsinn hören. Dann nimm auch den Blödsinn wenigstens auf. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Genau. Eine gute Sache. Ja. Na dann, ja. Sind wir, glaube ich, durch.
Ich denke auch, weil mein Akku geht auch langsam zur Neige hier. Oje, oje. Ja, ja. Nee, wunderbar. Dann danke ich mich, Ralf, dass du da warst. Ich hoffe, wir machen nochmal eine Folge, wenn vielleicht die nächsten Regionalspielhilfe und nächsten Soundtracks erscheinen. Würde mich da freuen. Ja, wir könnten, so als Idee, was wir mal machen könnten, wir könnten mal eine CD komplett zusammen besprechen. Das ist eine gute Idee, sehr gerne. Klar. Ne? Machen wir. Super, so machen wir's. Alles klar. Und dann sehen wir uns auf der Radcon. Genau. Dann wünschen wir mal allen Zuhörern noch einen schönen guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Ralf, dass du da warst. Gerne, gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschö.